Bruno Biri ist Experte im Bereich der prozessorientierten Persönlichkeitsentwicklung. Herr Biri zeigt, wie mit individuellen Erfolgskonzepten wirtschaftlicher Erfolg für fast jeden möglich ist. Bruno Biri, Sie sind aus der Schweiz angereist. Ich grüße alle Schweizer in die Runde und freue mich, dass wir hier immer mehr Schweizer Gäste haben. Ja, Sie sind Experte für prozessorientierte Persönlichkeitsentwicklung. Was das genau ist, darauf gehen wir auch gleich ein. Machen wir, ja. Erfolg, was ist es für Sie? Erfolg ist für mich, wenn ich Leute über einen längeren Zeitraum begleitet habe, mindestens ein halbes Jahr, und da hat eine Entwicklung stattgefunden, wo die Kunden, die Persönlichkeiten einen Weg gegangen sind, den sie weitergehen. Und wo sie realisieren, ich kann meine gesamte Energie, mein gesamtes Leben in einen Fokus setzen, wo ich in die Zukunft gehe, wie so ein Pflug durch alles hindurch. Und nichts auf der Welt hält mich von diesem Weg ab, weil ich meine Bestimmung gefunden habe. Ah, sehr schön. Und wenn ich das erreicht habe mit den Kunden zusammen, da bin ich glücklich. Und das ist genial. Ja, ich sehe es Ihnen an. Ich weiß auch, dass Sie viele zufriedene Kunden haben. Ich kenne einige davon. Ja. Prozessorientierte Persönlichkeitsentwicklung. Was heißt das genau? Das hat natürlich eine lange Geschichte. Es hat eine Herkunft, wo ich mit einem Franchising-System mit Partnern zusammen Management-Systeme aufgebaut habe. Mehrere hundert Management-Systeme. Und ich habe gesehen, der Schlüssel in einer Organisation, das sind Prozesse. Das ist absolut entscheidend. Was bedeutet Prozesse? Prozesse heißt, eine logische Schrittfolge zu identifizieren und sich diesen Schritten anzunehmen und die laufend zu verbessern. Wie finden Sie das heraus? Welche Methodik setzen Sie da an, dass die Menschen wirklich ihre Berufung finden? Das ist eine Frage der Technik, der Vorgehensweise, und dahinter steckt, es ist hier angesprochen worden, NLP. Das sind verschiedene Formate und Möglichkeiten, die ich von NLP nutze. Aber es sind natürlich viele eigene Techniken, die ich da einsetze. Einfach ein Beispiel. Ich gehe davon aus, ich will keine Menschen verändern, ich will Menschen entwickeln. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und wenn ich Menschen entwickeln will, heißt das, wir gehen zurück in die Vergangenheit und wir schauen Strategien an, die erfolgreich waren. Wir identifizieren die Strategien. Und wenn wir diese Strategien kennen, wissen wir genau, und ich rede im Wir, weil es ist immer ein Team, wir machen das immer zusammen, dann wissen wir genau, mit welchen Strategien so eine Persönlichkeit in die Zukunft gehen kann. Und dann entwickelt er sich. Okay. Da muss sie sich nicht verändern. Und das ist ein Schlüssel, ein einzelnes Schlüsselelement im ganzen Coaching. Und da gibt es verschiedene Dutzende dieser Elemente, die aneinandergereiht werden in einer logischen Reihenfolge. Welche Teilnehmer kommen konkret zu Ihnen? Welche Menschen wollen Sie unterstützen? Wen wollen Sie anziehen? Also meine Teilnehmer sind, ich habe die Zielpersonen so definiert, ambitionierte Mitarbeiter und Führungskräfte. Das heißt, ich schließe diejenigen aus, die am Morgen nach Arbeitsbeginn an den Feierabend denken. Okay. Und ich schließe diejenigen aus, die nach Feierabend ihre Kreativität entwickeln. Und da bleibt ein großer Teil, also sehr viele Mitarbeiter bleiben übrig, die einfach unterfordert sind am Arbeitsplatz, aber Leistung bringen wollen. Und das ist ein riesiges Potenzial. Und wenn es Richtung Führungskräfte geht, dann sind das vielfach auch Unternehmer oder Familien, Inhaber von familiengeführten Unternehmen. Die sind in einer Situation, dass ihre Lebensstrategie auch eine Unternehmensstrategie ist. Und mit denen mache ich zum Teil einen Tag, zwei Tage alleine. Und mit denen mache ich dieses Coaching separat, dass die ihr Leben neu navigieren können. Weil da spielt die Familie eine sehr große Rolle. Weil im Hintergrund funktioniert eine Familie, das wissen wir. Und diese Familie, die hat ein Anrecht auf ihren Papa. Also das sind meine Zielpersonen. Und ich mache das für Einzelpersonen. Und die Coaching auch für Gruppen, also Gruppencoachings. Okay, danke schön.